Warum hält der Bundesrat an den Sanktionen fest, wenn man weiß, dass sie eigentlich nur schaden und keinen Nutzen bringen? Ja, das ist eine gute Frage, aber der Bundesrat hat eine Politik seit 28. Februar letztes Jahr entschieden, wegen die stark, wie soll ich das sagen, Angriff am internationale Völkerrecht. Und er hat entschieden, dass mit Europa-Sanktion, er übernimmt hauptsächlich diese Sanktion, aber nicht, er analysiert regelmäßige Bereich bei Bereich, ob er alles oder nicht ganz diese Sanktion übernimmt. Und er hat nicht alle Sanktionen übernommen. Aber das ist eine Entscheidung, Gesamtentscheidung vis-à-vis der Situation. Gut, die nächste Frage. Da hinten, Walter. Ja, geschätzter Bundesrat, danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Und ich habe eine Frage, ich bin Bauer, schon seit etlichen Jahren. Und wenn wir die Selbstversorgungsgrad so weitermachen wie die letzten 40 Jahre, werden wir ungefähr bei 30% sein die nächsten Jahre. Wie wollen Sie diesen Selbstversorgungsgrad erhöhen oder gleich behalten? Ja, danke für die Frage. Die Agrarpolitik ist ein wichtiges Dossier für den Bundesrat, für mich persönlich natürlich. Sie wissen, dass das Ziel, Hauptziel ist, Minimum nicht weniger als jetzt Selbstversorgungsgrad zu haben, so 50 und mehr. Aber Sie wissen, in der Schweiz zum Beispiel mit Milch, haben wir mehr als 100%, aber Rapsöl zum Beispiel oder Sonnenblumenöl sind wir ungefähr 20, 25. Und für die nächsten Jahre war Agrarpolitik 22 plus. Das Parlament hat entschieden, das zu sistieren. Er hat einen Bericht, den Bundesrat einen Bericht gefragt. Und in diesem Bericht zeigen wir, wie wir diese Situation verbessern können, weil es sind viele Parameter, die Bevölkerung steigt regelmäßig, Immigration und so weiter. Die Produktivität muss auch bleiben, die neuen Technologien sind unbedingt nötig, wenn man das diese Selbstversorgungsgrad versichern will. Und man muss klar sagen, dank der Landwirtschaft sind wir jetzt in eine noch gute Situation, weil die Landwirte sehr gut gearbeitet haben. Wenn Sie vergleichen seit 1945, wie viele Personen in der Schweiz leben und jetzt, und wo sind wir? Wir haben gute Produkte, gute Qualität. Jetzt diese Agrarpolitik wurde sistiert. Wir haben ein neues Paket, weil Ständerat, Kommission das will. Jetzt mit diesem Paket hat Ständerat entschieden einzutreten. Diese neue kleine Agrarpolitik ist angenommen im Ständerat. Jetzt kommt sie im Frühling im Nationalrat. Das wird ein bisschen schwieriger im Nationalrat. Und wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, hat man die Differenzbereinigung im Juni. So, ein Teil ist auch ökologisch, natürlich, das war auch eine Wille, das ist immer eine versuchen wir ein Gleichgewicht zu haben, ohne die Produktivität zu gefährden. Ich weiß, das ist Herausforderungen, das ist auch schwierig für die Bauern. Was wir wollen mit diesem Projekt, das ist eine Perspektive und eine gewisse Stabilität während 8-10 Jahren in die Zukunft. Wir hatten diese zwei Pestizidinitiativen, hat die Bevölkerung abgelehnt und das hat uns erlaubt, gewisse Maßnahmen zu treffen, aber nicht so extreme Maßnahmen. Aber Druck bleibt, aber mit diesem Projekt, wenn die Bundesversammlung unterstützt dieses Paket, denke ich, sind wir auf dem guten Weg. Dann bleibt natürlich das Hauptproblem,
das Geld, um diese Leistungen zu finanzieren. Und die Parlamentarier, die hier sind, wissen, dass das Budget, die Parameter des Budgets schwierig sind aktuell. Danke vielmals. Weiter ist eine Frage, Marc. Monsieur le Conseil fédéral, merci beaucoup pour votre visite à Bernec. Ich habe eine Frage zur in den letzten Wochen publik gewordenen Affäre, in der Bundesrat über den Kommunikationschef einer seiner Mitglieder den Medien exklusive Informationen zur Corona-Politik zugestellt hat, im Gegenzug dazu eine wohlwollende Berichterstattung verlangt hat. Wann darf die Bevölkerung mit einer lückenlosen Aufklärung rechnen und wann werden Konsequenzen folgen? Aktuell, Sie wissen, dass es in verschiedene Entscheidungen zuerst die Geschäftsprüfung Kommission, GPK, hat entschieden, sechs Personen ein Mandat zu geben, um zu diese Situation zu analysieren. Und es sind mehrere juristische Untersuchungen. Es sind nur aktuell, wenn ich mich gut erinnere, drei Anwälte, wie sagt man, Prokureur General. Bundesanwälte, die investigieren. Und so muss man jetzt diese gewisse Gremien arbeiten lassen. Gut, noch zwei, drei Fragen, dann würden wir dann die Runde abschließen, hier vorne. Hochgeachteter Herr Bundesrat, mein Name ist Bruno Dobler. Mich würde interessieren, warum der Bundesrat und große Teile der Bundesversammlung immer noch festhält an der Impflüge, an den CO2-Schwindel, an den Russensanktionen, an der Masseneinwanderung und an der gescheiterten Energiewende festhält. Danke. Danke für die Frage, das ist die Politik. Das ist die Politik. Es sind mehrere Verstöße. Man muss nicht vergessen, wenn Sie Energiestrategie zum Beispiel, es war eine Volksabstimmung, es sind Gesetze, die abgestimmt werden. Man kann immer Gesetze ändern, Verordnungen kann der Bundesrat selber ändern, aber er kann nicht irgendetwas tun. Und jetzt haben wir eine neue Situation, haben wir einen neuen Energieminister. Die Situation hat der Bundesrat Maßnahmen kurze Zeit übernommen und das Parlament arbeitet jetzt und es wird noch sicher riesige Diskussionen. Aber ich muss Ihnen klar sagen, wenn wir nur Energie sehen, die Situation ist noch ernst, weil Dekarbonisierung wegen Klima, mit Elektrifizierung, wir brauchen immer mehr Elektrizität. So muss man produzieren, hier produzieren. Sonst haben wir ein Problem. Wir haben gedacht vorher, das war ab 2025 und mit dem Krieg ist es früher gekommen, nur diesem Beispiel. Und Ernährungssicherheit, haben Sie bemerkt, dass wenn die Export aus Russland und Ukraine blockiert waren, sofort war die Situation katastrophal in Nordafrika, im Nahost, und das hat sofort Konsequenz gehabt auf den Preisen, Inflation in der ganzen Welt. Und hier haben wir wieder bemerkt, dass wie abhängig sind wir. Wir importieren. Glücklich haben wir dieses Notvorratsystem, aber das löst einfach nicht ganz. Noch aktuell zum Beispiel, ein Beispiel, wir haben Pflichtlager frei gegeben, während dem Sommer wegen rein Regen, das war trocken, das war wichtig. Und jetzt noch, Genf Flughafen zum Beispiel, mit Kerosin, mit Raffinerie in Frankreich, mit Streik, haben wir gewisse Probleme. Wir müssen
wir müssen Maßnahmen treffen, um Fleischlager frei zu lassen. Das zeigt, wie, in welchen Bereichen wir abhängig sind. Aber glücklich haben wir ein solches System. Gewisse Länder haben das nicht. Danke. Hier vorne ist noch eine Frage. Geschätzter Herr Bundesrat, wir haben von Ihnen gehört über die Strommangellage, haben Sie erzählt. Wir lesen jeden Tag in der Zeitung über Fachkräftemangel. Was gedenkt der Bundesrat zu tun über die maßlose, kann man schon sagen, Masseneinwanderung? Das hat ja auch einen Einfluss auf alle diese Punkte, die wir gehört haben. Wir sehen das im Straßenverkehr, in der ÖV. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, weil es ist uns ja wohl allen klar, dass es so nicht weitergehen kann. Was gedenkt der Bundesrat hier zu tun? Ja, danke für die Frage. Fachkräftemangellage sind verschiedene Gründe. Sie haben einen von diesen erklärt, aber man bemerkt, das ist allgemein in ganz Europa, auch in den USA. Nach Covid-Krise, viele Sektoren, viele Bereiche haben ihre Überlegungen gemacht und haben gedacht, ja, ich bemerke während der Krise, das war viel besser, wie ich gearbeitet konnte. Ich war zum Beispiel in den USA, sie haben viele Probleme im Logistiksektor. Chauffeur finden sie nicht mehr, einige haben sich installiert. Das ist nicht nur eine Lohnfrage. Das ist eine Frage von Lebensqualität. Und hier bemerkt man, dass die junge Generation auch eher nicht Vollzeit arbeiten will, aber teilweise. Das ist auch für die Unternehmer, für die Arbeitgeber eine Herausforderung, gute Rahmenbedingungen zu offerieren. Ich habe ja eine Woche vorher mit einem Freund, der ein Restaurant hat, gute Restaurant, gute Qualität. Er hat mir erklärt, sie haben entschieden, einen Tag mehr zu schließen, weil sonst ist es, um das Personal zu managieren, schwierig. Er hat mit seinen Leuten, die sehr treu sind, die immer da bleiben, gesagt, wir arbeiten jetzt von Mittwoch bis Samstagabend stark. Gleiche Bedingungen sind sie einverstanden. Alle wurden einverstanden. Für ihn das war entscheidend, dass diese Leute bleiben und nicht weggehen. Das ist nur ein kleines Beispiel. So, man muss auch in gewisse Spezialität, in gewisse Sektor, es fehlen immer Ingenieure zum Beispiel. In hochspezialisierten Sektoren muss man neue Personen ausbilden, aber es braucht Zeit. Wir haben neue Berufe, die kommen mit neuen Technologien. Und hier mit den Sozialpartnern, mit den Kantonen, versucht man zu antizipieren und solche Berufe zu entwickeln. Es braucht Zeit in Informatik zum Beispiel. Es fehlen viele, viele Personen. Und die Personen, die aus ETH Zürich oder EPFL Lausanne bereit sind, ausgebildet sind, viele sind schon durch Google, Microsoft engagiert. Und es gibt Probleme, aber das ist nicht nur in der Schweiz, das ist weltweit dieses Problem. Es sind so viele Parameter und natürlich will der Bundesrat mit dem Parlament das lösen, aber er muss auch, wenn wir Gesetze ändern müssen, muss man auch respektieren die Verfassung und die Gesetze, die abgestimmt wurden. Man kann nicht irgendetwas tun. Gibt es noch weitere Fragen da hinten? Und danach würden wir noch eine Finale machen, also diese noch und dann noch eine finale Frage. Der Zeitplan von Guy Parmelin ist sehr, sehr eng. Vielen Dank für Ihr Wort. Herr Bundesrat Parmelin, vielen Dank, dass Sie uns Einblick gewährt haben in die Schwierigkeiten, die Ihr Beruf mit sich bringt
und dass wir direkt da teilnehmen durften. Ich bin Hebamme und seit 1985 arbeite ich auf meine Art auch an der Zukunft der Schweiz. Und es ist mir ein sehr großes Anliegen, aber auch verbunden mit Sorge, dass die Kinder, denen ich seit dieser Zeit auf die Welt geholfen habe, ein ebenso gutes, schönes und sicheres Leben führen dürfen, wie wir Babyboomer. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, wie steht es denn mit der Neutralität der Schweiz? Und zwar mit der richtigen, reinen, klaren Neutralität, nicht mit einer kognitiven, nicht mit einer konspirativen, nicht mit einer kooperativen Neutralität. Hätten Sie denn die Möglichkeit, ich weiß, dass einer Ihrer Bundesratskollegen ein, wie soll ich sagen, inniges Verhältnis zur Presse hat, wäre es denn auch möglich, dass man nicht so parteiisch Bericht erstattet? Man redet immer von einem Angriffskrieg Russlands. Wie wäre es denn, wenn man mal einen Monat lang vom Verteidigungskrieg der Ukraine sprechen würde? Das würde aus meiner Sicht neutral sein. Also nicht Parteinahme für eine Seite, sondern neutral sein heißt, beide Seiten verstehen. Es ist ja nicht so, dass es für ein russisches Kind lustiger ist, den Vater im Krieg zu verlieren, als für ein ukrainisches Kind. Ja, danke für die Frage. Das ist eine komplexe Frage. Wir haben den Bundesrat bestätigt, dass Neutralität, Definition der Neutralität seit 1993 bleiben muss und nicht ändern muss. Das war eine klar entschieden im Bundesrat. Und die Neutralität ist etwas nicht einfach anzuwenden. Sie haben bemerkt, aktuell das Parlament diskutiert Kriegsmaterial Export, wie weit, wie können wir das machen und so. Wir haben hier klare Punkte. Die Verfassung ist da. Wir haben die Neutralität, die in Den Haag-Konvention verankert ist. Und wir haben das Kriegsmaterial Gesetz, die noch weit von der Neutralität geht. Das heißt, wie Sie gesagt haben, man kann nicht Waffen exportieren nur an ein Teil des Konflikts. Das ist unmöglich. Theoretisch, Sie müssen, die Konvention sagt klar, wenn ein Konflikt da ist, Sie müssen beide Teile gleich, wie sagt man, behandeln. So, Sie wissen, Sie haben bemerkt, das Parlament hat mehrere parlamentarische Vorstöße deponiert. Die Kommissionen jetzt, das muss im Bundesrat, weil eine Motion ist zuerst in einer Kommission, dann der Bundesrat nimmt Stellung, dann das geht im ersten Rat, dann im zweiten Rat und es sind auch parlamentarische Initiative, Kommissioninitiative, hier, das ist eine andere Sache. Das Parlament macht das Gesetz selber, er konsultiert den Bundesrat, es ist eine breite, normalerweise breite Generalkonsultation und am Ende ist eine Entscheidung, um das Gesetz zu modifizieren. Und was kompliziert die Situation? Die Absicht in ein Rat aktuell und die Absicht in einem anderen Rat sind nicht ganz gleich. So, wir wollen jetzt warten, was will das Parlament genau machen und nachher will der Bundesrat Stellung nehmen. Aber für den Bundesrat, das ist absolut nötig, dass die Gesetzgrundlagen respektiert sind und dass wir nicht ausweichen können. Das ist unmöglich mit der aktuellen Kriegsmaterialversorgung. Das ist klar. Gut, die letzte finale Frage. Wer möchte diese stellen? Ganz da hinten sehe ich jemanden in weißem Hemd. Ja.
Herr Bundesrat, danke vielmals für diese Chance heute Abend. Und ich habe eine Frage, und zwar, mir ist aufgefallen, oder ich glaube uns allen, dass die letzten Jahre die Elektromobilität sehr stark gefördert wurde. Es werden immer mehr Elektroautos verkauft und auch die Busse im ÖV werden immer mehr auf elektronisch oder auf Elektrobetrieb umgestellt. Sollte es jetzt zu einer Strommangellage kommen, ist unsere Mobilität dadurch gefährdet oder werden wir weiterhin den öffentlichen Verkehr uneingeschränkt nutzen können? Was wir machen müssen, wir wollen alles tun, um eine Strommangellage zu vermeiden. Was die Maßnahmen, die wir vorbereiten, sei es im Gasbereich oder im Elektrobereich, das sind Verordnungen nur, wenn ein Moment um eine Netzabschaltung oder eine Blackout oder eine Strommangellage zu vermeiden. Wir hoffen, dass wir das nicht benutzen müssen. Vielleicht, das ist eine interessante Frage. 10, 12 Jahre vorher hat der Bundesrat eine große Übung gemacht. Thema war Strommangellage, was passiert und so. Und es war nachher ein Bericht, 2, 3 Jahre nachher. Und in diesem Bericht war klar gezeigt, die Probleme, die wir haben können. Geldverkehr, öffentlicher Verkehr, Telefon und so weiter. Und der Bundesrat hatte im Bericht hatte eine Entscheidung und gesagt, die Departement müssen hier das machen, in diesem Sektor das machen, in diesem Sektor das machen. Was ist passiert? Leider hat der Bundesrat, heute ist es nicht das Gleiche, dann ist es für sicher, aber vorher hat der Bundesrat nur die Mandate gegeben und keine Datum, keine Frist fixiert, um Resultate zu sehen. Was ist passiert? Nur öffentlicher Verkehr, SBB und solche Sachen haben ein Konzept gearbeitet und mit diesem Konzept, Bundesamt für Landesversorgung hat das analysiert, wir können das benutzen. Wenn etwas passiert, hat man die Möglichkeit, das Netz vom öffentlichen Verkehr zu benutzen, vielleicht mit weniger, ohne dass ein Chaos kommt. Aber in andere Sachen. Sie haben von Bankomat oder solche Sachen diskutiert, von Telekommunikation. Man muss noch arbeiten, um Lösungen zu finden. Das ist das Hauptproblem, das wir haben. Und der Bundesrat versucht natürlich nicht, den Personen zu verhindern, Auto oder Elektroauto zu benutzen. Aber wenn es nötig ist, um eine Katastrophe zu verhindern, will er diese Maßnahmen, Sie haben gesehen vorher, es war Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was wir vermeiden wollen, das ist die letzte Stufe zur Kontingentierung und Netzabschaltung. Das wäre noch einmal katastrophal. Das ist eine schwierige Situation und wir wollen alles tun, um das zu verbessern. Und mit Kollege Röschki arbeiten wir seit Anfang des Jahres eng zusammen. Aber es wird Zeit brauchen, weil muss man durch das Parlament, es sind verschiedene Bedingungen und im Ölbereich, im Fossilbereich sind wir total abhängig vom Ausland. Das muss man nicht vergessen. Danke vielmals, Guy Barmne. Ich glaube, das ist ein großer Applaus, ein Bundesrat der Liste. In der Schweiz, wo die Bevölkerung einem Bundesrat so offen Fragen stellen kann, der Bundesrat so klare Antworten liefert, das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe gesagt, du hast einen engen Zeitplan und wir halten den selbstverständlich ein. Aber warum muss Guy Barmele bereits weiter? Hat morgen ein sehr, sehr strenges Programm vor sich. Er hat die von Wattenwil Gespräche und zusätzlich auch noch mit der SiK eine Sitzung, wo es um das delikate Thema der Waffenexporte geht. Und da muss man sich natürlich noch entsprechend vorbereiten, letzte Abstimmungen treffen. Und darum freut es mich wirklich wahnsinnig, dass er sich dennoch die Zeit
Zeit für uns genommen hat. Und wir wollen das mit einem kleinen Präsent von unseren großen vier Weinbauern der Gemeinde honorieren. Das ist das Sponsoring der Weinbauern, alle großen. Das sind Weinbau Wendling, das ist die Weinbaugenossenschaft Berneck, das ist der Weinbauer Intermur und das ist Tobias Schmid. Und ich hoffe mit diesem Präsent kannst du dann einen super Vergleich machen mit Ostschweizer und Westschweizer Weinen. Einen großen Applaus für Guy Pavelet. Danke vielmals. Ich verspreche, ich mache ein Foto, so weit, dass wir das zusammen kriegen. Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich freue mich sehr, das zu entdecken. Ist das, hast du gesagt, Pinot Noir, Merlot? Alles, ja. Alles. Pinot Noir, Merlot. Kein Problem. Die ganze Palette, aber die Experten sind da unten. Ich trinke es nur sehr gerne und kann bestätigen, Top-Qualität. Perfekt. Danke vielmals, einen guten Abend und alles gut für die Zukunft. Danke vielmals.